Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Neues Virus und Massensterben. So lautet die düstere Prognose der wohl bekanntesten Balkan-Hellseherin Baba Vanga für 2022. Was sagt die Astrologie dazu? Zumal 2022 Jupiter, der Königs, der Glücksplanet, mitmischt. Antworten darauf bekommen wir jetzt aus erster Hand von ORF-Astrologin Eva Waskowitsch-Fiedelsberger. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen. Eva, nicht nur Baba Vanga, auch Nostradamus, der mittelalterliche Wahrsager, prophezeit uns nicht unbedingt Gutes für die kommenden Jahre, warnte gar davor, dass die Welt bis 2025 von einer Reihe katastrophaler Ereignisse verschlungen werden würde. Bist du als Astrologin auch so pessimistisch? Absolut nein. Außerdem hat Nostradamus nicht immer recht und die Wahrsagerin vom Balkan ebenfalls nicht. Beide haben schon auch falsche Aussagen getätigt. Daher ist das einmal absolut nicht richtig. Das ist die Nummer eins. Nummer zwei, wir dürfen nie vergessen, dass der Mensch einfach den freien Willen hat. Ja, egal, was jetzt die Sterne sagen oder nicht. Das heißt, die Sterne sind sozusagen die Landkarte. Und ich kann jetzt diese Landkarte positiv nützen, indem ich den richtigen Weg gehe, oder ich kann mich eben verirren. Und dann haben wir also schon natürlich die Schwierigkeiten. Wenn wir jetzt bei der Pandemie sind, ja, es war im Februar 2020, genau am 12. Februar, war eine sehr kritische Konstellation, die allerdings bedeutet nicht unbedingt eine Pandemie. Dass es im Nachhinein eine Pandemie war, ist eine andere Sache. Es war aber etwas, das einfach weltweit wichtig war oder geworden ist. Wenn man überlegt, also die Pandemie hat sich eben verbreitet. Also ausgebrochen ist ja bloß früher, aber das, wo Februar, März 2020 waren ja die Monate, wo eben die Pandemie so wirklich über die Welt gezogen ist. Und da war eine Konstellation, die war mahnend. Nämlich der Saturn und der Pluto standen im Steinbockzeichen. Saturn mahnt ja schon seit Jahren, also vor 2020, dass man einfach sich einschränken muss, dass die Art und Weise, wie wir im Überfluss leben, wie wir alles ausbeuten, zerstören etc., dass das eben nicht mehr weitergehen kann. Und Pluto steht für das Weltweite. Und sozusagen die Erde hat da einfach zurückgeschlagen. Mhm. Und was jetzt die Voraussagen betrifft, also wann die Pandemie aus ist, kann man bei Weitem nicht sagen, weil das hängt einfach von dem Menschen ab. Was kann die Astrologie? Wo liegen ihre Möglichkeiten? Wo ihre Grenzen? Also ganz im Allgemeinen liegen mal die Grenzen ganz einfach bei Todesfällen. Also man kann nicht vorhersagen, wer wird dann und dann sterben. Das Zweite ist, die Astrologie kann gute und schlechte Phasen aufzeigen. Und ich wiederhole mich, und was der Mensch daraus macht, das ist eben dann das, was passiert. Also das heißt, wenn ich jetzt eine gute Konstellation habe, zum Beispiel für Partner, dass ich einen neuen Partner finde, und wenn ich nur zu Hause sitze, dann wird es sich nicht erfüllen. Ja? Das heißt, ich muss etwas tun. Und dasselbe bei den schlechten spannungsgeladenen Konstellationen, die kann ich ja auch umgehen, indem ich eben überlege, okay, was ist jetzt von mir gefordert, was sollte ich ändern, was könnte ich ändern, und dann gehe ich in die richtige Richtung. Also dieses Deterministische, dass die Astrologie sagt, okay, am 20. Juli 2022 kommt der blonde Mann mit den blauen Augen, das ist ein Irrtum. Es kann sein, dass jemand an diesen Tagen also wirklich eine Glückskonstellation hat, wo er vielleicht jemanden kennenlernen könnte, aber man muss auch was tun dazu. Aus astrologischer Sicht wird ja jedes Jahr von einem anderen Planeten regiert. 2020 war es der Mond, 2021 der Saturn und 2022 ist der Glücks- oder Königsplanet Jupiter dran, offenbar ein ganz besonderer. Inwiefern? Ja, also diese Jahresregenten, das ist ehrlich gestanden einfach eine alte Tradition, die leider relativ wenig bis nichts aussagt. Ja? Also es wird 2022 nicht wesentlich besser werden als 2021, als das Saturnjahr. Ja? Was entscheidend ist, ist, wo die Planeten stehen, in welchem Tierkreis zeigen. Aber wie gesagt, diese Jahresregenten, das ist eine schöne alte Tradition, wie gesagt, ohne Aussagekraft. Neben der Sache jetzt sind wir heuer im Februar, Fragezeichen, ins Wassermann-Zeitalter eingetreten. Also heuer im Jahr 2021, habe ich gelesen.
Es wird auch aquarianisches oder neues Zeitalter genannt. Was hat das mit Christi Geburt zu tun? Was bedeutet das für die Menschheit? Also, ja, okay, also Christi Geburt seither war eben das Fischezeitalter und das Wassermannzeitalter. Wann das beginnt oder begonnen hat, also das ist auch eine umstrittene Sache. Das Wassermannzeitalter, man kann zum Beispiel auch sagen, hat begonnen bereits im 18. Jahrhundert mit der Erfindung der Dampfmaschine, weil dieses Ereignis ja die Welt sehr verändert hat, weil dadurch die Fabriken entstanden sind, dadurch konnte man produzieren. Also der wissenschaftliche Fortschritt ist auch eine Möglichkeit des Wassermannzeitalters. Dass das Wassermannzeitalter jetzt beginnt, ja, wie gesagt, also man kann hier kein Datum festlegen. Was allerdings das Wassermannzeitalter sicherlich bedeutet, ist einfach ein unglaublicher Fortschritt der Wissenschaft, ein unglaublicher Fortschritt auch in der Medizin, also auf allen Gebieten und auch was wir jetzt zum Beispiel erleben, diese Digitalisierung. Und ja, man muss also auch befürchten, zum Beispiel die Überwachung, die wir ja jetzt auch letztlich in Österreich auch schon haben, bald mit dieser Impfpflicht und so weiter, wobei ich also für die Impfpflicht bin, muss ich gleich dazu sagen. Ja. Aber das ist alles Wassermannzeitalter. Der Mensch ist also nicht, das Individuum ist nicht mehr so im Vordergrund wie das Allgemeinwohl. Also Einzelwohl steht hinter Allgemeinwohl. Was meinst du zur Aussage von Astrologin Tatjana Borsch, die meint, die Menschheit muss viel leiden, bevor sie in die weichere Ära des Wassermanns eintreten kann? Nix. Nein, halte ich nichts davon. Nein, halte ich nichts davon. Die Menschheit muss nicht leiden. Die Menschheit wird immer leiden. Aber das würde meiner Theorie, und ich bin ja nicht die Einzige auf dieser Erde, die so denkt, widersprechen, dass der Mensch einfach den freien Willen hat. Ja, wir können das Schiff in die richtige Richtung noch steuern. Wir müssen nicht unbedingt leiden. Wir können weltweit etwas gegen Armut tun, gegen Kriege. Wir könnten, ja, wenn man endlich einmal es kapiert und entsprechend handelt. Ja. Natürlich ist der Mensch leider nicht ideal und es passieren halt immer wieder Dinge, die dann der Menschheit letztlich schaden. Aber dass die Menschheit leiden muss, das widerstrebt mir. Eva Waskwitsch-Fiedelsberger, ich denke, was uns alle derzeit am meisten belastet, sind diese enormen Spannungen. Ja? Woher kommen die? Hast du Lösungsvorschläge, Lösungsansätze? Naja, also die, woher sie kommen, das ist astrologisch ziemlich gut erklärbar. Nämlich der Saturn steht derzeit und auch schon, also 2021 und auch nach wie vor noch 2022 im Wassermannzeichen. Saturn im Wassermannzeichen ist ein Widerspruch, denn Saturn an sich ist das Einschränkende, das sich besinnen auf das Notwendige, was aber eben mit Einschränkungen verbunden ist. Also im Klartext, wir können nicht also nach wie vor die Massentierhaltung betreiben, wir können nicht unser Klima zerstören, wir können nicht weiterhin alles uns untertan machen, rücksichtslos, ohne an die Nachwelt zu denken und vor allem eigentlich schon langsam, aber sicher auch ohne an uns selber zu denken. Ja? Also dieses krasse alles ausnützen, die Erde zubetonieren zum Beispiel, ja, jeden Naturraum vernichten, das sind alles Dinge, die gehen eben auf die Dauer nicht mehr. Gut, aber das ist natürlich mit gewissen Einschränkungen verbunden, dass wir das kapieren. Oder bleiben wir bei der Pandemie. Ich meine, der Impfzwang ist natürlich eine enorme Einschränkung. Ja? Aber jetzt steht Saturn auch im Wassermannzeichen. Das ist ein Gegenteil. Stück, denn das Wassermannzeichen ist für die Freiheit, ja, für die Freiheit des Individuums, für eben, wie ich zuerst schon gesagt habe, das Allgemeinwohl, dass eben Dinge passieren, die für alle günstig sind, aber leider verbunden mit einer Einschränkung für den Einzelnen. So, das ist die eine schlechte Konstellation oder spannungsgeladene Konstellation. Und das zweite ist, zu diesem Saturn stand 2021 und steht 2022 der Uranus in einem Spannungsaspekt auch. Der Uranus bringt komplette Unruhe, Revolutionen, diesen Riss in der Gesellschaft, den wir jetzt derzeit ja leider bemerken. Und das wird leider noch anhalten. Und hier ist eben auch die Vernunft gefragt, dass die Menschen, vor allem die Unruhe in die Länder, weil Österreich ist ja nicht das Einzige, wo also dauernd diese Aufstände und Demonstrationen sind, bringen, dass die eben zur Vernunft kommen. Ja, also wenn es weiter so geht, wenn eben diese Fronten verhärtet bleiben,
dann werden weiterhin scharfe Konflikte entstehen. Ne? Mhm. Also dann, damit, oder wird sie nicht ändern? Es wird sich nichts ändern. Es wird weiterhin Demonstrationen geben, es wird weiterhin Konflikte geben und sie werden möglicherweise immer, immer radikaler werden. Ich meine, das sieht man ja schon. Ne? Etwas zumindest ist 2022 Entspannung in Sicht? Der Jupiter steht im Fischezeichen und geht ins Widderzeichen über im nächsten Jahr. Also sehr, eine sehr gute Konstellation ist der Jupiter im Fischezeichen, und zwar von Anfang des Jahres bis Anfang Mai und dann und von Ende Oktober dann bis zum 21. Dezember, glaube ich, ja, 21. Dezember, da steht er im Fischezeichen. Und das ist ein soziales Zeichen, ein sehr gefühlsbetontes Zeichen. Und da besteht natürlich schon die Möglichkeit, dass viele Dinge gelöst werden können durch das soziale Denken fördert, indem zum Beispiel, das halte ich persönlich für sehr wichtig, global gedacht wird, dass natürlich also unsere Pandemie nicht nur in Europa bekämpft werden muss, sondern natürlich weltweit, weil wir sind alle global vernetzt. Also dass man diese sozialen Gedanken, dass man die auch ärmeren Länder unterstützt und auch dort sie impft und dann auch wieder wirtschaftlich unterstützt, dass dieses globale Denken, dass das dann natürlich auch etwas nützt, das ist eine sehr vielversprechende Konstellation. Ein bisschen stürmischer wird es dann dazwischen, wenn der Jupiter im Widderzeichen steht, weil da kommt wieder also dieses Impulsive durch, ich muss mich jetzt durchsetzen. Das kann dann wieder ein bisschen kritischer werden, von Mitte Mai bis Ende Oktober und zum Jahresende. Also es besteht durchaus Hoffnung, dass wenn der Saturn aus dem Wassermannzeichen zum Beispiel im Jahr 2023, glaube ich im Februar, verlässt er das Wassermannzeichen, wenn der dann ins Fischezeichen übergeht, dass er bis dahin die Menschen wieder mehr zueinander finden, wie du das nennst. Aber es kann auch das Gegenteil der Fall sein, wenn eben die Menschen nichts lernen. Ne? Ein schweres Attentat auf einen der politischen Führer Russlands haben bulgarische Wahrsager vorausgesagt für 2022. Krieg, schwierige Prüfungen, die aber alle Länder überleben werden. Der türkische Astrologe Murat Koyun. Eva, überleben, zu welchem Preis? Was meinst du dazu? Ich hab alle diese Geschichten auch im Internet gelesen und ich bin überhaupt nicht davon überzeugt, dass die auch nur annähernd stimmen, wie gesagt, weil sie auch in der Vergangenheit nicht immer gestimmt haben. Ja? Es kann durchaus sein, dass das ein Attentat auf einen russischen Politiker ist, aber es, also astrologisch im Voraussagen kann man so etwas überhaupt nicht. Ne? Auch nicht in einem individuellen Horoskop. Wie gesagt, einen Tod kann man schon gar nicht voraussagen. Ja? Nur, also das ist aber jetzt ein auch interessanter Punkt. Es gibt die Astrologie, die jeder lernen kann. Ja? Also ich kann jedem die Astrologie beibringen. Man muss die Grundzüge, man muss da natürlich sehr viele Horoskope deuten, um zu erkennen, welche Prioritäten hier gesetzt werden müssen, weil was ich, es kann sein, dass in einem Horoskop steht oder ein Teilaspekt des Horoskops ist, einer ist großzügig und ein anderer Aspekt im selben Horoskop, er ist geizig. Da muss man natürlich jetzt erkennen, okay, was ist hier, was hat die Priorität? Astrologie ist erlernbar und Astrologie hat Grenzen. Es gibt die echte Wahrsagerei. Das ist eine Gabe, die haben manche Menschen, nicht sehr viele. Und die kann man bis zu einem gewissen Grad stimmen, diese Aussagen dann. Aber nur solange man sie nicht kommerziell verwertet. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin Wahrsagerin und sie kommen zu dieser Frau und die kann zum Beispiel, viele können dann auch Gedanken lesen. Ja? Das ist ja typisch, habe ich auch schon mal erlebt früher. Eine Frau, die gesagt hat, also was ich, Hausnummer, am 17. Mai 1967, da war das und das bei Ihnen. Begründet das dann vielleicht auch noch astrologisch. Dinge, die man nicht sagen kann. Was ich, Sie haben eben den blonden Mann mit dem blauen Augen kennengelernt. Ja? Und nur, dann stimmen die Zukunftsaussagen auch nicht. Denn Gedankenlesen hat nichts mit Zukunft zu tun. Ja? Das ist auch wieder eine Gabe. Und manche kombinieren das so. Ich sage, es gibt echte Wahrsager, die hier und da sicherlich richtige Aussagen treffen. Also alles, was der Nostradamus gesagt hat, war nicht falsch.
Aber alles, was er gesagt hat, war auch nicht richtig. Naja, diese Geschichten, wie gesagt, ich kenne sie alle im Internet. Ich habe sie auch unlängst irgendwann gelesen und habe mir gedacht, na, Servus-Geschäft am besten. Man vergräbt sich irgendwo. Und ja, das ist eine ganz andere Geschichte und sehr mit Vorsicht zu genießen. Liebe Eva Waskowitz-Vilsberger. Liebe, Gesundheit, Finanzen, das sind ja so die drei Hauptthemen. Wie stehen die Sternensachen Gesundheit für 2022? Und darüber hinaus, wie ist deine Einschätzung? Ja, da müsste man jedes individuelle Horoskop anschauen oder zumindest einmal die 12 Sternzeichen durchgehen, wobei man das also so ganz oberflächlich nicht sagen kann. Also wenn jetzt jemand mit einem individuellen Horoskop kommt, das heißt, ich weiß das Geburtsdatum, Tag, Monat, Jahr, ich kenne die Stunde und ich kenne den Geburtsort, dann kann man schauen, wie es um die Gesundheit steht. Aber so ganz global kann man nicht sagen, wie die Menschen im Jahr 2022 gesund oder weniger gesund sind. Hunger ist eine andere Geschichte. Hunger ist wieder diese Kargheit, die durch Saturn natürlich angedeutet wird, wenn wir weiterhin so leben, dass also eben auf der einen Seite die ganz Reichen sind, die im Überfluss leben, und auf der anderen Seite wiederum die Menschen in einigen Ländern halt teilweise verhungern, beziehungsweise auch nichts getan wird für sie. Aber das ist ein mehr soziales Problem jetzt als, sagen wir, die reine Gesundheit, die man sonst versteht, kriege ich eine Grippe oder nicht. Ne? Die Finanzen, Eva Waskowitz-Vilsberger, viele fürchten sich zu Recht vor einem Finanzcrash. Die Strom- und Spritpreise, zumindest heißt es so, dass wir dafür im kommenden Jahr um rund 600 Euro mehr aufbringen müssen, ohne dass wir diese 600 Euro mehr verdienen. Wie lautet deine Einschätzung als Astrologin? Ja, leider sehe ich das auch so, dass die finanzielle Lage also nicht sehr günstig sein wird, weil Saturn im Wassermannzeichen, das Wassermannzeichen ist ein Luftzeichen, also ziemlich unwahrscheinlich, dass man da plötzlich sehr realistisch die Dinge betrachtet. Jupiter im Fischezeichen ist AKR-Zeichen, wo man sagen könnte, man sieht jetzt einmal die Dinge so, dass man die Finanzen in Ordnung bringt. Und dazu kommt natürlich, aber das hat mit der Astrologie nichts zu tun, ich meine, all diese Gelder, die jetzt ausgegeben wurden im Rahmen der Pandemie, alle diese Hilfsgelder und so weiter, ich meine, das sind ja alles Gelder, die wir ja nicht haben und die auch nicht mehr irgendwo herkommen. Ja? Das heißt, es wird also sicherlich eine schlimme wirtschaftliche Lage im nächsten Jahr sein. Und wenn wir jetzt dann vielleicht noch einmal einen Lockdown hätten im Jänner und noch ein paar andere Lockdowns, ich meine, das ist einfach alles letztlich nicht mehr zu finanzieren. Weil der Staat, wer ist denn der Staat? Der Staat sind wir. Ja? Und wenn wir keine Wirtschaft haben und nichts produzieren, dann gibt es auch keine Steuern. Und wenn es keine Steuern gibt, hat der Staat kein Geld. Ich meine, es ist eine Milchmädchenrechnung, ganz einfach formuliert. Aber einfach ohne Astrologie kann man sagen, dass das Wirtschaft schwierig sein wird. Was ist mit dem Dollar? Joe Biden hatte doch auch erst vor kurzem gemeint, dass die USA ihren wirtschaftlichen Vorteil in der Welt verlieren könnte. Der Dollar, das Symbol der Vereinigten Staaten, zusammenbricht, die Inflation außer Kontrolle gerät. Ja, also gut, ich hoffe, dass der Dollar nicht komplett zusammenbricht, aber dass eine starke Inflation sein wird, das ist auch vorauszusehen, denn das ist die USA hat da ähnliche Probleme wie die ganze Welt, nicht? Einfach, dass sie im Rahmen der Pandemie auch sehr, sehr viel ausgegeben hat, auch um natürlich die Menschen zu unterstützen, aber das sind, oder auch die medizinische Versorgung zu gewährleisten, aber es sind lauter Dinge, oder lauter Gelder, die es nicht gibt. Ja, also ich fürchte auch, dass die Inflation stark werden wird. Eva Waskowitz-Vilsberger, die Gestirne sind Werkzeuge Gottes. Sie drücken den Willen göttlicher Kräfte aus. Aber hängt es doch auch vom Menschen ab, diese Kräfte ins Spiel zu bringen, um die vorher bestehenden Kräfte seines Horoskopes und somit sein Schicksal zu ändern. Ptolemäus, Zitat Ende. Was das zu bedeuten hat, wie die Sterne für jedes einzelne Sternzeichen stehen und zu nutzen sind, darüber sprechen wir in Teil 2.